Hallo und herzlich willkommen. Hallo Michael. Hallo Christian. Ja, heute haben wir mal ein ganz interessantes Thema. Ja, wenn wir an Tech-Werte denken, normalerweise, was begleitet uns, sagen wir so, den normalen Tag über uns als Deutsche? Was kennen wir da? Eine ganze Menge. Wir kennen natürlich hauptsächlich die Fangprodukte, also Facebook, da muss ich gestehen, tummel ich mich mindestens einmal am Tag drauf. Aha. Amazon kaufe ich gerne ein, Netflix habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Google, das erklärt sich ja quasi fast von selbst. Und genau. Apple haben die meisten ja auch zu Hause, aber haben viele zu Hause als Telefon. Ich bin da eher ein Freund der Südkoreaner. Genau. Aber gerade natürlich Google, heutzutage sucht man nicht, sondern man googelt ganz genau, einfach. Genau, ja. Aber das ist unser Hier und Jetzt. Aber es geht ganz einfach darum, es gibt noch einen anderen Teil der Welt. Dieser Teil der Welt heißt China und in China sieht das alles ganz anders aus. Speziell gibt es da eine Aktie, einen Aktienwert, ein Unternehmen, fängt auch mit A an wie Amazon, ist aber ein anderer Laden, ist Alibaba. Ja, klasse. Also den Namen finde ich immer noch klasse, dass man auf die Idee kommt, diesen Namen zu verwenden. Weltweit lässt sich das gut sprechen. Jeder kennt auch Alibaba und die 40 Räuber. Definitiv. Genau. Wobei die Räuber da irgendwie nicht ins Konzept hineinpassen. Alibaba ist ähnlich wie Amazon eigentlich ein Wert, der weiterhin sehr stark expansives Moment aufweist. Genau, absolut. Und die Vergleichbarkeit, nicht nur der Anfangsbuchstabe, sondern auch der Rest, das Geschäftsmodell, ist mit Amazon relativ ähnlich zumindest. Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht und habe mich mal auf die Alibaba-Plattform begeben. Ehrlicherweise, ich bin damit eher schlecht zurechtgekommen, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ja? Jetzt ist ganz einfach nicht nur das ein Geschäftsmodell, der sogenannte E-Commerce, sondern auch die Zahlfunktion. Genau, Alipay heißt die Zahlfunktion. Also die Chinesen sind da schon sehr, sehr fortschrittlich, was die Zahlmodelle angeht. Wir hatten sie auch in einer der letzten Sendungen, da wird sehr viel mit Handys bezahlt. Ganz genau. Mitgliederzahl 520 Millionen Menschen aktiv zahlen eben über Alipay. Als Vergleich, das, was wir, jetzt sind wir wieder in Europa, in Deutschland oder auch in Amerika, was wir kennen, PayPal, gerade mal 227 Millionen. Also allein das ist schon doppelt so groß. Beeindruckend. Ja, ja? Absolut. Genau. Und ja, es ist wie meistens bei den Tech-Werten noch die Wachstumsfantasie, die das Ganze am Leben hält, glaube ich. Ganz genau. 60% werden, glaube ich, für das nächste Geschäftsjahr in Aussicht gestellt. Der Umsatz hat sich dieses Jahr auch, glaube ich, irgendwie um 60% nach oben geschraubt. Allerdings auf der Ertragsseite wegen der Investitionen gibt es auch ein paar Probleme. Ja? Genau, das ist ähnlich wie bei Amazon am Anfang. Da haben viele Auguren ja auch gesagt, oh, das sind, die Kosten sind zu hoch, das kann ich niemals rechnen. Man weiß, was aus Amazon geworden ist. Bei Alibaba müssen wir schauen, wie es ist. Ganz genau so sieht es aus. Produkte finden Sie natürlich wieder auf xmarkets.de. Diverse Hebelprodukte, klassische Optionsscheine XXLer. Und heute haben wir noch einen Schmankerl für Sie hinten dran. Und zwar nämlich den BAT-Index. Genau, den BAT-Index. Den möchten wir Ihnen ganz gerne ans Herz legen. Da finden Sie weitere Informationen eben auch auf xmarkets.de. Das ist der Index, der beinhaltet welche drei Werte? Die Baidu, Alibaba und Tencent. Also eigentlich die Creme de la Creme der chinesischen Internetwerte. Ganz genau so sieht's aus. So, das wär's von unserer Seite. Wir sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.